Felix Müller, die Preußen verlieren 1-3 in Groß-Asbach. Was hat das Spiel heute entschieden? War es die hohe Fehlpassquote auf unserer Seite? Ich denke nicht nur. Also ich denke, wie schon gesagt, der Gegner war extrem aggressiv und extrem griffig, taktisch gut organisiert. Und da haben uns dann einfach irgendwo die Mittel oder auch die letzte Überzeugung gefehlt, uns da durchzuspielen. Ja, wir haben uns nicht clever angestellt im Defensivverhalten, haben zu viel zugelassen. Vorne haben wir ein Tor gemacht mal wieder endlich, aber ja, das war heute keine gute Leistung für uns. Man hat von Anfang an, glaube ich, gemerkt, dass Groß-Asbach ein Stück weit gefestigter war, mehr Selbstvertrauen hatte, etwas überzeugender in den Aktionen waren, durch einen sehenswerten Schuss in Führung gegangen. Wir hatten auch die Möglichkeit alleine vom Tor zweimal, haben leider das Tor nicht gefunden. Dann nach der Pause das 2-0 für den Gegner. Ich denke, dann haben wir auch ein paar Minuten gebraucht, um wieder zu uns zu finden. Das haben wir dann getan, haben große Moral gezeigt, den Anschlusstreffer erzielt. Und man hat dann auch gesehen, dass natürlich das Selbstvertrauen mit so einem Treffer, wie wichtig das ist, dass das Selbstvertrauen steigt. Und das haben wir dann versucht, hier das Spiel für uns nochmal in die richtige Richtung zu lenken. Wir hatten die große Chance durch Hoffmann auf den Ausgleichstreffer, haben den leider nicht gemacht und sind dann am Ende in Konter reingelaufen und haben noch das 3-1 leider hinnehmen müssen. Wir haben uns so viel vorgenommen, wir hätten heute die Chance gehabt, da wieder oben reinzurutschen, oben dran zu bleiben. Hatten wir auf dem Platz nicht gesehen, wir sind zu keinem Zeitpunkt sind wir richtig im Spiel gewesen, haben kaum zweite Bälle gewonnen, jeder Ball, den wir hinten klären konnte, war gleich wieder weg. Einfach nur enttäuschend heute. Ihr hattet eine Serie von 10 ungeschlagenen Spielen, jetzt so ein bisschen der Wurm drin. Wie kann man den rausbekommen? Ja, indem wir hart arbeiten. Ich glaube, das machen wir auch. Man hat heute auch Fortschritte gesehen im Offensivspiel. Wir hatten mehr Chancen als sonst, also als die letzten Spiele davor. Aber dann müssen wir natürlich defensiv auch besser aufpassen. Ja, ich denke, da kommen mehrere Dinge zusammen. Weiß nicht, ob es ein Kopfproblem ist. Ich denke, wir sind alle Profi genug, dass wir den Kopf da ausblenden müssen. Wir schaffen es im Moment einfach nicht, unsere Leistung, die uns so stark gemacht hat in der ersten Hälfte der Saison, auf den Platz zu bringen. Und deswegen sind wir gerade in diesem Abwärtsstrudel. Ja, ich denke, irgendwas Positives müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Man sieht auch nach dem Tor, da war das Selbstvertrauen ein bisschen da und wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, das 2-2 zu machen und dann auch einen Punkt mitzunehmen. Wir müssen nach vorne schauen und dann nächste Woche auf jeden Fall wieder ein Tor machen und dann auch die 3 Punkte mal zu Hause in Preußen behalten.